Ja, also grundsätzlich ist es so, dass ich finde, dass man vor Ort, also Länder, die finanzielle Mittel haben, nicht nur europäische Länder, natürlich vor Ort in erheblich höherem Maße humanitäre Hilfe geleistet werden müsste, damit so viel wie möglich Menschen dort bleiben könnte, wo sie ihre Familie haben und wo ihre tatsächliche Heimat ist und wo die Verbindungen sind, die emotionale und familiäre Verbindungen. Ich glaube, da sind entscheidende Fehler gemacht worden in den letzten Monaten, weil es zur Seite geschoben wurde und dann sogar noch Gelder reduziert wurde von Ländern wie von uns und anderen Ländern in der Europäischen Union, aber auch von Katar und Saudi-Arabien, also Länder, die wahrlich nicht an Geld, denen es nicht an Geld mangelt. Ich glaube, das ist ein entscheidender Fehler gewesen. Und jetzt geht es darum, dass man sich den Menschen gegenüber öffnet, dass man sie empfängt, dass man Ängste abbaut, weil oft, es geht um ganz viele Dinge, finde ich, geht es einfach um Angst. Es geht immer darum, die Angst vor dem Anderen und die Angst vor dem Fremden. Das kann man bei sich selber ja beobachten. Geht man in irgendein Land, ich war mal im Jemen mit der A-Jugend vom SC Freiburg. Gut, ich bin vorher schon viel Kreis gewesen und ich habe halt einfach viel Interesse dran gehabt. Ich fand immer das andere spannend und habe immer um die Ecke rumgeschaut und bin überall in Jakarta und überall hin in die Hinterhöfe reingegangen. Mich jetzt einfach interessiert, ich wollte wissen, was passiert da. Aber es geht einfach darum, andere Sachen zu sehen, andere Denkweise kennenzulernen. Es ist halt so, dass in anderen Kulturen anders gedacht wird. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Es wird anders gesprochen. Es gibt völlig andere Herangehensweise an Dinge, die man sich hier, weil man so sozialisiert ist, gar nicht vorstellen kann. So, und jetzt geht es darum, sich da zu begegnen. Und auf kurzfristig vielleicht sogar auf einen gewissen Wohlstand, in einer gewissen Weise, nicht zu verzichten, aber umzuverteilen gewisse Dinge von vielen Menschen, die viel mehr haben, zu denen Menschen, die wenig haben. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wir alle Leute in der Wirtschaft, die sich dezidiert damit auseinandersetzen, sagen, wir brauchen Arbeitskräfte, wir brauchen Fachkräfte. Wenn Sie ins Handwerk schauen, da zähle ich jetzt mal Metzger und Köche dazu. Ich meine, da gibt es dann Gaststätten, die haben Stern und große Hotels, Bekannte, nicht so weit von hier weg. Die machen dann zu an einem Tag, weil sie keinen Koch mehr haben. Ich meine, die Leute ankommen lassen, ihnen anständiges Umfeld bieten, natürlich unbedingt sofort die Sprache lernen, verpflichtend, außer Frage, es gibt keine Alternative zur Sprache, und dann arbeiten lassen. Wenn du junge Menschen nicht arbeiten lässt, ob das jemand ist aus Syrien oder jemand aus Deutschland, wenn man mich mit 30 Jahren nicht arbeiten lassen hätte und mich irgendwo eingesperrt hätte in ein Haus und ich mit ganz vielen anderen Menschen zusammen gewohnt hätte und ich hätte über Jahre nicht arbeiten dürfen, dann wüsste ich nicht, was ich gemacht hätte. Ich will es nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall wäre der Aggressionspegel gestiegen, es wäre zu Auseinandersetzungen gekommen und ich hätte mich geschämt, weil ich meine Kinder nicht irgendwie noch kleine Roller oder irgendwas besorgen könnte. Das ist beschämend für dich dann als Mensch. Deshalb arbeiten lasse, Programme entwickle, alles dafür tun, dass man diese Menschen integrieren kann. Weil wir brauchen diese Menschen unbedingt. Und dann will ich noch einen Satz dazu sagen. All die diese Ängste schüren, sind wahrscheinlich zu 80 bis 90% Menschen,
die eine Generation vorher, zwei Generationen vorher oder machen wir es maximal drei Generationen vorher, Flüchtlinge oder Vertriebene waren, die aus irgendwelchen Gegenden, aus Osteuropa oder aus anderen Gegenden, hierher gekommen sind. Aufgrund von Krieg, aufgrund von Arbeitslosigkeit, aufgrund von Not. Wenn jeder hier drin in dem Raum zurückgeht, mehrere Generationen, hat er einen Migrationshintergrund zu 80-90%. Von der Mutter, vom Vater, vom Urgroßvater. Irgendwoher sind die Leute gekommen und sind irgendwann an diesen Ort gekommen. Man war nicht immer dort, wo man ist. Und ich glaube, da muss man die Menschen aufklären. Also wir alle sind eigentlich irgendwann Flüchtlinge gewesen. Es ist immer eine Bewegung von Menschen. Es ist nie ein Stillstand. Das, was jetzt passiert, war immer so. Es war nach dem Ersten Weltkrieg so. Es war nach dem Zweiten Weltkrieg so. Es sind aus Bremerhaven 8 Millionen Menschen verschifft worden. 8 Millionen. Nach dem Ersten und Zweiten. In Hamburg 5 Millionen. Die hatten nichts dabei. Die sind nach Amerika, Australien, Südamerika. So, das muss man den Menschen bewusst machen, dass wir eigentlich alle selber Menschen sind, die irgendwann da gelandet sind und irgendwoher kamen aus Hungersnot, aus Kriegsnot und aus anderen. Und genau das passiert jetzt. Und genau das ist das. Und vielleicht noch als abschließender Satz, der Außenminister von England, mir fällt der Name gerade nicht ein, hat nach dem Ersten Weltkrieg gesagt, als vieles in Trümmer lag, Europa wäre das sinngemäß der verlorene Kontinent. Und er hat größte Bedenken, ob die nächsten Jahrzehnte auf diesem Kontinent noch ein Leben lebenswert wäre. Er hat recht gehabt, es war nicht lebenswert, es kam dann der Zweite Weltkrieg. Dann kam die nächste, also er hat ein Stück weit recht gehabt. So, das war die Aussage vom britischen Außenminister nach dem Ersten Weltkrieg. Europa war über Jahrzehnte ein verlorener Kontinent mit Millionen von Toten, mit furchtbarsten Ereignissen. Das muss man sich bewusst machen, das ist noch nicht so lange her. Jetzt ist es schwierig in Afrika. Denn schwierig in Afrika, schwierig im Nahen Osten. Da gibt es Gründe, dass ich dort viele Fehler gemacht habe. Und andere Gründe ist natürlich, dass Europa über, man kann sagen, Jahrhunderte diese Kontinente ausgebeutet hat. So, und das ist, ich glaube, diese Aufklärung ist wichtig, dass das dargestellt wird. Und dann ist vielleicht die Haltung eine andere, aber ich bin sehr glücklich, dass ich in Deutschland bin und kann mich im Moment stark als Deutsche, ich gehöre halt der deutschen Nation an, es ist halt so, ich bin zwar schon an der Schweizer Grenze geboren, aber habe deutschen Pass und ich bin im Moment über vieles, was so passiert, auch in Deutschland, freue ich mich auch sehr, weil doch irgendwie was gelernt wurde und andere Dinge natürlich. Sind wir da schlimm, aber ein großer Teil von den Menschen haben eine große Solidarität und da bin ich sehr glücklich drüber. Jetzt haben wir wenig über Fußball geredet, gell? Aber es gibt wichtige Themen.